Hallo? Hallöchen. Wieso bin ich hier? Wieso spawne ich hier? Wieso habe ich ein Video hochgeladen? Was ist hier los? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Play Minecraft Singleplayer. Let's Play auf eurem Channel Headgame. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Marc und ich möchte euch herzlich willkommen heißen auf diesem Channel hier. Erstmal Dankeschön an denjenigen, der hier eingeschaltet hat. Das wird wahrscheinlich nur einer sein. Du kannst gerne was in die Kommentare schreiben. Sei gegrüßt, lieber Gast, zu dem ich gerade spreche. Bitte erspart mir die Frage des Warums. Ich weiß es selber nicht. Ich habe gerade meinen alten Channel angeschaut, habe gedacht, boah, du könntest doch eigentlich mal, und jetzt springt natürlich mein WhatsApp an, das ist natürlich 1A, du könntest eigentlich ja mal was aufnehmen, oder? So, jetzt habe ich das Ganze mal eben stumm geschaltet. Entschuldige bitte die Störung. Warum ich jetzt hier ein Video hochlade, kann ich euch nicht sagen, weil ich selber nicht weiß. Ich habe ja gestern oder heute, also heute für euch, gestern für euch, sorry, habe ich ja das Fallout 76 Video hochgeladen. Fallout 76. Ich hasse das eigentlich, wenn man Fallout 76 sagt, weil es heißt 76. So. Fallout 76 Video hochgeladen. Und ich möchte euch in diesem Video hier mal ein bisschen erzählen, was in der Zeit alles so geschehen ist und warum ich keine Videos hochlade und was überhaupt los ist und was ich noch so auf YouTube plane, wenn ich noch was plane. Das will ich natürlich jetzt noch nicht anteasern. Warum ist das hier kaputt? Das geht ja gar nicht. Erstmal, es war eine Farce, diese Welt hier wieder zu finden, in meinen tausenden Dateien. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Storage-Freak bin. Also ich liebe Festplatten und SSDs und hast nicht gesehen. Und Raids und, also jemand, der sich mit IT ein bisschen auskennt, weiß, was ein Raid ist. Und dieses ganze Storage-Thema fasziniert mich so sehr, dass ich zu Hause auch mittlerweile einen großen Zirkus an Festplatten hier habe, wo meine Dateien halt nicht unbedingt ordentlich tatsächlich drauf liegen. Es tut mir echt leid, wenn ich jetzt nur so ein bisschen durch die Welt laufe, aber ich könnte ja eigentlich irgendwie was Produktives mal machen, oder? Boah, wir hatten noch hier da, oh, den Enchanting-Mod damals, da konnte. Ah, das war also wunderschön. Ich guck mal ganz kurz in meine Kisten und dann gucke ich mal ganz kurz, was ich bauen könnte. Ja, ich habe diese Welt auf jeden Fall wiedergefunden nach Ewigkeiten der Suche. Und ich wollte euch jetzt mal ein bisschen erklären, was hier so geschehen ist, warum ich nichts mehr hochgeladen habe. Ja, das letzte Video kam Weihnachten 2016, wenn ich mich recht erinnere. Oder 2017, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Guck mal, wir haben gar keine Stone Bricks mehr. Ich glaube, da muss ich. Ah, doch, haben wir. Okay. Das letzte Video kam Weihnachten 2016. Apropos, wir können es eigentlich mal hinlegen. Und seit dieser Zeit ist einiges passiert. Vielleicht der krasseste Schritt in meinem Leben, der passiert ist, ist, dass ich meine Ausbildung bestanden habe und abgeschlossen habe und bin jetzt vollwertiger Mitarbeiter. Und das ist natürlich ist eine Veränderung auf jeden Fall. Und natürlich habe ich mich sehr darüber gefreut und es ist auch alles gut gelaufen. Und ja, so ist das. Das ist so das Krasseste, was eigentlich in den 2 Jahren passiert ist, aber das war ja irgendwie auch zu erwarten, dass man seine Ausbildung auch abschließt, ne? Auch wenn das nicht immer der Fall ist, muss ich dazu sagen, ne? Also, es gibt natürlich auch Leute, die das nicht. Was ist denn hier los? Ich glaube, das hat Rapile kaputt gemacht. Rapile, wenn du das hier siehst, Schande über dich. Geht ja gar nicht hier, ne? Meine Fresse, erstmal mal die Welt hier in Ordnung bringen. Und diesen Turm, den baue ich jetzt mal ab, der ist potthässlich. Das war mein Thumbnail-Turm. Wie auch immer. Also das Krasseste, was passiert ist in der Zeit, ist, dass ich meine Ausbildung bestanden habe. Und warum ich überhaupt aufgehört habe, ist, ich hatte keine Zeit mehr für YouTube. Wenn ich nach Hause gekommen bin oder komme, dann ist es meistens 16:30 Uhr. Dann lege ich mich meistens nochmal ein bisschen hin. Einfach, weil ich sehr müde bin, wenn ich von der Arbeit komme, weil ich halt relativ früh anfange. Was meine Entscheidung ist, weil ich auch dann früh gehen kann, also vergleichsweise früh gehen kann. Ja, und dann lege ich mich nochmal hin kurz und dann ist ja schon mal ein bisschen Zeit wieder vergangen, die du zu Hause bist. Boah, es ist unglaublich, ne? Du Let's Playst einmal und dann wirst du direkt gestört von allen Seiten. Entschuldigt bitte. Boah, Leute, es ist unglaublich. Mich nervt es so hart. Du fängst einmal an zu Let's Playen und schon ruft dich jeder an. Es schreibt dich jeder an. Ich bekomme Mails. Es ist unglaublich, sobald ich diesen Aufnahmeknopf drücke. Guck mal, jetzt ist schon wieder Nacht. Ich habe die ganze Zeit hier dummerweise nicht den Escape-Screen gedrückt. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mal, wo ich stehen geblieben bin. Jedenfalls, Ausbildung abgeschlossen, haben wir. Normaler Mitarbeiter, jetzt haben wir.
wenig Zeit haben wir. Also ich habe wenig Zeit, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich keinen Bock mehr, mich zwangsweise hinzusetzen und YouTube-Videos zu machen. Für welche Zuschauer bitte? Für 10 Aufrufe. Oh, das lohnt sich aber. Drittens, ja, na klar denkt man so, ja, aber du machst das doch sowieso nur zum Spaß. Bla bla bla. Ja, aber es macht keinen Spaß, wenn du null Resonanz bekommst. Das Einzige, worauf ich immer Resonanz bekommen habe, waren meine Minecraft-Videos. Toll. Nützt mir ungefähr gar nichts, wenn du auch mal andere Sachen machen willst. So, Zukunftsaussicht. Was ist aktuell? Ja, aktuell komme ich nach Hause und bin halt mit anderen Sachen als mit YouTube oder mit sonstigen Sachen zu tun beschäftigt. Habe ich das ernsthaft Utilities Room genannt? Oh, Gottes Willen. Und von daher, ja, wie gesagt, sieht das Let's Play-mäßig etwas eher schlecht aus. Es sieht in Zukunft allerdings so aus, dass ich. Habe ich eine extra Eikiste? Wo habe ich denn Eier hingetan? Eier, Eier, wir brauchen Eier. Ach komm, Eier kann ich eigentlich direkt wieder verschießen. Oh, ich dachte schon, da käme jetzt einer raus. Schade. Warum ist der Ofen hier oben? Das ist ja völlig intuitiv blöd gemacht. Warum habe ich ein Achievement bekommen? What the fuck ist los hier in dieser Welt? Ihr seht schon, die ist vielleicht ein bisschen verbuggt. Wir sind doch hier in der neuesten Version. Ja, jedenfalls sieht es momentan noch schlecht aus mit Let's Plays. Es kann sein, dass sich das noch verändert in Zukunft, weil sich gewisse Sachen in meinem Privatleben ergeben, die dazu führen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe habe und vielleicht ein bisschen mehr mich auf YouTube konzentrieren könnte. Vielleicht ist das dann auch so, dass ich eventuell auch mal noch was auf meinem Real-Life-Channel Echtzeitenmark etwas machen könnte. Das steht aber noch in den Sternen, also das ist noch nicht fest. Ich verspreche hier sowieso gar nichts. Okay. Ich verspreche hier sowieso gar nichts, sondern möchte euch einfach nur sagen, was der Stand ist und was ich mir noch vorstelle, was in der Zukunft noch so passieren könnte. Ich wollte gerade Slash Time Day machen. Lol. Och, wisst ihr noch hier, die letzte Folge oder die Folge 199 hatten wir da. Ach, krass. Haben wir uns hier hingesetzt? Ernsthaft? Lol. Und hier habe ich, glaube ich, das Let's Play abgeschlossen oder so. Ich weiß es nicht. Ach, herrje. Ach ja, gibt es mittlerweile, es gibt eine neue Funktion. Du kannst hier mittlerweile mit Rechtsklick die Rinde von den Bäumen abmachen. Ich finde, das sieht hässlich aus. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Mal gucken, wann ich das irgendwann mal abbaue. Oh, jetzt hat er geteasert, dass es weitergeht. Oh, er hat gesagt, irgendwann mal. Oh. Nein, natürlich nicht. Ich weiß es nicht, wann es weitergeht. Genau. Deswegen, es könnte sein, dass in Zukunft was auf meinem Real-Life-Channel kommt. Könnte aber auch so gut sein, dass halt nichts kommt. Ich mache mir da keinen Stress, weil mir das. Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt. Wow. Ich krieg halt keine Resonanz von den Videos und dann lasse ich es auch einfach, ja. Das ist mir dann egal. Gehen wir mal ganz kurz in die Hölle. Ich will mal ganz kurz gucken, was ich hier so gemacht habe oder ob ich hier überhaupt mal was gebaut habe. Das interessiert mich nämlich gerade. Haben wir irgendwann mal hier was in dieser Hölle gemacht? Und können wir diesen Soul Center wegbuggen? Boah, das wäre jetzt richtig peinlich, wenn das jetzt hier irgendwo runterfallen würde. Oh, der hat das gar nicht, das Problem. Gott, da bin ich jetzt aber echt vorsichtig, Alter. Holy moly. Komm, wir machen mal ein Thumbnail. Boah, diese ganzen Thumbnail-Picks, die man immer in einer Folge gemacht hat. Ach Gott, ich krieg gerade so viele Nostalgie. So viele Nostalgie-Erinnerungen. Boom. Komm schon. So, ich mache aber noch ein anderes hier. Ihr seid jetzt mit dabei, während ich das Thumbnail mache. Ah, Gott, ist das alles hässlich hier. Oh, ich hätte den Shader reinmachen sollen. Das geht ja gar nicht. Genau, also freut euch vielleicht auf neue Real-Life-Sachen. Wenn da die Resonanz aber auch klein bleibt, dann werde ich da wahrscheinlich auch nichts mehr weitermachen. Tutorials habe ich in der Zwischenzeit auch mal angefangen auf meinem Channel Official Ventor. Da habe ich auch mal so zwei, drei Gaming-Moments-Videos hochgeladen. Könnt ihr euch vielleicht mal angucken. Link ist nicht in der Beschreibung, weil ich zu faul bin. Ja, und von daher weiß ich gar nicht, worüber ich jetzt noch reden soll. Was ist denn hier los? Das finde ich immer blöd, dass sie sich automatisch miteinander connecten, aber wie willst du es anders machen? Haben wir hier oben eigentlich irgendwann mal was gemacht? Warum ist hier eine Leiter? Das finde ich nicht gut. Okay, das repariere ich noch und dann war es das auch für die Folge hier.
Wie gesagt, also Leute, stellt euch jetzt auf nichts zu viel ein. Ich weiß nicht, was hier kommt. Ich bin Blick in eine genauso ungewisse Zukunft wie ihr. Also tut mir leid für den einen oder anderen, den ich jetzt hier enttäusche. Ich würde gerne von euch wissen, ob ihr dieses Video hier angeschaut habt. Und wenn ihr es bis hierhin angeschaut habt, würde ich gerne, dass ihr Sahnesoße in die Kommentare schreibt. Denn, warum nicht, ne? Sahnesoße ist doch was Tolles. No homo, by the way. So, ich glaube, ich verabschiede mich jetzt von hier. Ach, guck mal, das war ein Gerüst! Ja, cool, wie episch. Was war das? Haben wir da eine Mob... Ne, das war eine... Was war das? Ach, das war so eine Farm, so ein... so ein halbautomatisches Farmprojekt von mir. Holy moly. Was hat nie richtig funktioniert, oder? Naja, ich laber schon wieder zu lange. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Marc von ChatGame LP. Oh, ich habe LP gesagt. Ich meine natürlich ChatGame. Lasst mich in die Kommentare wissen, was ihr davon haltet, was ihr sehen möchtet. Möchtet ihr überhaupt noch was sehen von mir, ollen YouTuber? Bitte einfach mal raushauen. Bis dann, euer Marc von